In der natürlichen Meditation wollen wir nichts Bestimmtes erreichen. Wir sind auf kein bestimmtes Ziel oder Ergebnis ausgerichtet. Wir sind einfach die, die wir gerade sind, und wir sind da, wo wir gerade sind. Natürliche Meditation darf so mühelos oder anstrengend sein, wie sie gerade ist. Es dürfen viele oder wenige Gedanken da sein. Wir dürfen uns emotional aufgewühlt oder ausgeglichen oder irgendwo dazwischen fühlen. Wir erforschen, was geschieht, wenn wir unsere Erfahrung von dieser Meditation hier möglichst wenig managen und kontrollieren. Wenn wir also das, was gerade ist, wichtiger finden als all die tollen Vorstellungen und Ideen und Wünsche und Erwartungen und Ziele. Lass uns das gemeinsam erkunden, und ich lade dich ein, dir wirklich Zeit für eine vielleicht außergewöhnliche Erfahrung zu nehmen. Und wir starten genau da, wo du gerade bist. Also lass dich so anstrengungslos, wie es irgendwie geht, einfach nur sachte bei dir sein. Und erlaub dir so zu sein, so gut das geht, wie du gerade bist. Und sogar wenn du gegenüber manchem, das du gerade in dir oder rund um dich erfährst, ein Gedanke oder ein Gefühl, eine klare Abneigung hast. Was, wenn du dir sogar erlaubst, mit dieser Abneigung zu sein? Mit diesem Widerstand? Ja, sei einfach bewusst, was gerade da ist, was in dir ist, was rund um dich ist. So eine sanfte Neugierde in Bezug auf deine Erfahrung im Inneren und im Äußeren. Und lass die Aufmerksamkeit dorthin gehen, wo sie hingehen möchte. Sie kann beim Atmen sein, und sie wechselt zu einzelnen Gedanken und nimmt dann den Körper wahr, und vielleicht ist da ein Gefühl. Du musst nichts am Ort halten, du musst die Aufmerksamkeit nicht bewusst lenken, sondern lass es eher geschehen. Nimm wahr, wofür du dich interessierst in diesem Augenblick. Was, wenn du mit möglichst wenig Filtern, mit möglichst wenig Bewertungen, mit möglichst wenig Vorstellungen oder Vorlieben einfach wahrnimmst, was da kommt und geht? Und möglichst wenig damit tust. Und gleich zu Beginn, hier und jetzt, merkst du möglicherweise, dass das zumindest bei bestimmten Erfahrungen schon gut möglich ist. Du musst sie nicht manipulieren, du musst sie nicht in eine bestimmte Richtung kontrollieren. Du kannst sie tatsächlich in diesem Moment so sein lassen, wie sie sind. Und auch da, wo du dir möglicherweise gerade noch schwer tust, wo vielleicht ein Widerstand zu spüren ist, wo eine Spannung wahrnehmbar ist, wo ein
sogenanntes unangenehmes Gefühl sich zeigt. Was, wenn du genau da bist, dich möglichst wenig einmischt, möglichst wenig mit dem tust, was gerade geschieht, einfach bewusst bist? Auch mit etwas, was du möglicherweise im Alltag als schwierig oder herausfordernd oder sogar schwer erträglich bezeichnen würdest. Wahrnehmen. Schauen und hören und fühlen. Sehr pur. Natürlich. Live, hier und jetzt, in diesem Augenblick. Und da mag schon so eine Leichtigkeit da sein oder so eine sehr selbstverständliche Gelassenheit und Frieden. Und schau für dich und in deiner eigenen Erfahrung, ja, was zeigt sich da, wenn du auf diese Art und Weise mit dem bist, was in dir und was rund um dich gerade ist. Wie fühlt sich das an? Und es darf noch bewegt sein und es darf noch unruhige Elemente geben, aber möglicherweise ist da auch schon ein sehr natürlicher und selbstverständlicher Frieden, der sich zeigt. Und wir brauchen keine Präferenz haben für das eine oder das andere. Es darf die Unruhe da sein, es darf Frieden da sein. Aber lass dich wahrnehmen. Genau das. Und ohne es angestrebt zu haben, ohne andere Dinge aus und weggefiltert zu haben und ohne dich um ein bestimmtes Ergebnis bemüht zu haben, zeigt sich da eine Offenheit, eine Weite, etwas Freundliches, vielleicht sogar Freudiges. Und spür nach, ich gebe dir so ein paar Qualitäten von dem, was möglicherweise gerade im Raum wahrnehmbar ist. Und bleib aber nicht an den Namen hängen, sondern fühl's und lass dich durch die Qualitäten, die ich da benenne, tiefer führen. Es hat was Unbeschwertes, was Freies. Ja, nimm wahr, dass du, das Wort ist Einklang, dass da so Einklang ist. Sehr natürlich in dieser natürlichen Meditation.
Und du nimmst das nur wahr und du musst nichts festhalten und verstärken oder noch in eine bestimmte Richtung managen und dafür sorgen, dass es bleibt, und weil du hast diese Erfahrung nicht hergestellt. Du musst sie auch nicht aufrechterhalten. Du findest sie vor. Es ist unsere Natur als Bewusstsein. Und streng dich nicht an, es zu finden, wenn du gerade unsicher bist, ob und was du davon in deiner Erfahrung wahrnehmen kannst. Horch sachte auf diesen Frieden im Hintergrund. Sei dir bewusst, dass neben all den anderen Erfahrungen, die da sind, vielleicht sind noch Gedanken da, vielleicht sind ganz klare Empfindungen im Körper da, eben auch so ein sachter Frieden strahlt. Und dass du auch mit dem Frieden nichts tun musst. Aber dass du dich noch ein Stück weit mehr in diesen Frieden, in Bewusstsein hinein entspannen kannst. Dich noch ein klein wenig mehr weiten, öffnen kannst. Und spür sehr genau nach, was öffnen oder entspannen bedeutet. Das ist keine Aktivität, sondern eher ein Zurücktreten von Aktivität und ein Loslassen in einen größeren Raum hinein. Genau, und wir kosten einfach die Geschmacksrichtungen von Bewusstsein, von dieser Offenheit, von dieser Weite aus. Und wenn du dich mehr noch hineinentspannt hast und dich noch mehr in Einklang gekommen bist mit Bewusstsein, wie es sich gerade zeigt, dann können wir vielleicht auch klarer erkennen, dass Bewusstsein keine Tendenz hat zu filtern, zu managen, zu dirigieren, zu kontrollieren. Spür, ob du wahrnehmen kannst, dass Bewusstsein frei ist von Bewertungen und Urteilen und Erwartungen und Präferenzen. Ja, das Bewusstsein offen ist, keine Bedingungen an Erfahrungen stellt, sondern sie in gewisser Weise spiegelt, ihnen erlaubt, einfach zu sein. Kannst du wahrnehmen, dass Bewusstsein ohne Widerstand auskommt? Sich nicht schützen muss. Nicht krampfhaft in eine bestimmte Richtung arbeiten, sich anstrengen. Ein bestimmtes Ergebnis und nur dieses Ergebnis erreichen möchte. Entspann dich in diese Erfahrung, wie
offen bewusst sein, dass du bist, gerade dem begegnet, was sich jetzt gerade zeigt. Mühelos, ohne Anstrengung. Immer schon durchlässig und transparent für das, was sich in der Erfahrung zeigt. Und fühl noch ein wenig tiefer hinein. Löst dich noch ein wenig mehr in diese Erfahrung von Bewusstsein hinein auf. Sei das. Dann kommst du möglicherweise in der Tiefe auch noch mal in einen sehr authentischen Ausdruck von dem, was du bist und was Bewusstsein ist, in Kontakt mit einem Ja, das allem innewohnt. Ein Ja, das in allen Erfahrungen zu finden ist und ein Ja zu allen Erfahrungen. Aber denk nicht darüber nach und verwend's nicht als Mantra. Es ist nicht als Affirmation gedacht. Es ist nichts Ausgedachtes, Hinzugefügtes, sondern wenn wir im Einklang sind mit uns und wenn wir im Einklang sind mit Bewusstsein, wenn wir Bewusstsein sind, dann realisieren wir, dass dieses umfassende Ja zu allem und das macht uns nicht passiv, ganz im Gegenteil, da ist zunächst einmal als Basis dieses Ja, und dann können wir in unserem menschlichen Leben weiterhin Entscheidungen treffen, aber sie werden viel weniger von alten Mustern und von Programmen und Konditionierungen her passieren und mehr im Einklang mit dem Sein, dem Leben. Und auch in diesem Jahr findet sich eben diese Mühelosigkeit, diese Offenheit, diese Freiheit. So führt uns die natürliche Meditation zurück von unseren ständigen Ausflügen in eine erinnernde Vergangenheit oder in eine vorgestellte, ausgedachte Zukunft, zurück in diesen Augenblick. Und in diesem Augenblick finden wir ein selbstverständliches Ja zu diesem Augenblick jetzt gerade. Wie gesagt, nicht als Affirmation oder etwas, das wir uns vorsagen, sondern ein Ja als
ein ganz tiefer, authentischer Ausdruck von dem, was wir sind. Deswegen fühlt sich dieses Ja auch nicht irgendwie exorbitant oder außerordentlich oder abgehoben an, sondern hat was sehr Normales, Selbstverständliches, Natürliches und bedarf keiner Anstrengung. Spür das Ja. Löst dich noch ein bisschen mehr in dem auf, gib dich dem hin. Lass dich das Ja in gewisser Weise feiern in dieser natürlichen Meditation. Offen, mühelos, natürlich. Und lass dich immer wieder erinnern an dieses Jahr. Auch mit Hilfe dieses Videos. In einer Meditation, wo du einfach genau da bist, wo du bist. Und im Kern von allem diese Offenheit. Diese Mühelosigkeit, diesen Frieden, diesen Einklang, dieses Ja findest. Und sei sehr achtsam dafür, ob es da noch eine Person gibt, die versucht, das Ja aufrechtzuerhalten oder sich als Raum für dieses und von diesem Ja versteht. Und lass die Person noch sich weiter und weiter und weiter entspannen. Lass sie zurücktreten und das Ja noch ungehinderter strahlen und wirken und sich ausbreiten. Und lass dich neugierig sein, wie dich diese immer wieder mögliche und vertiefte Erfahrung auch in deinem sogenannten Alltag verändert, wie sich dein Blick auf dich selbst, auf andere Menschen, auf Beziehungen, auf
Situationen, auf Herausforderungen und sogenannte Probleme, wie sich dieser Blick verändert. Danke dir.